Hallo, liebe Leute, grüße euch, Ono mein Name. Taxi- und Mietwagenunternehmen. Heiß diskutiertes Thema, ne? Auf YouTube zumindest. Ja, ich habe mich letztes Jahr auch entschieden, mich im Bereich Taxi- und Mietwagenunternehmer selbstständig zu machen. Und ich arbeite auch seit einem Jahr schon als Taxifahrer. Und dann habe ich gesehen, wie das Geschäft hier so richtig boomt. Da habe ich mich auch natürlich dazu entschlossen, selbstständig zu machen. Und habe mich dann im Internet informiert, wie man sich auf die Prüfung so vorbereiten kann, was man dafür alles braucht und was die Vorschriften sind, ne? Dann bin ich auf YouTube auf ein paar Videos zugestoßen, wie zum Beispiel von Onkel Kramer, ne? Der sich auch in der Branche vor ein paar Jahren selbstständig gemacht hatte. Und ja, dann habe ich mich quasi, wie gesagt, über die Prüfung, ja, schlau gemacht, was man dafür alles braucht. Ich habe mir über Amazon nur die Karteikarten bestellt, wirklich nur die 500 Karteikarten bestellt, die gab es zurzeit, ja, aber jetzt mittlerweile sind die, glaube ich, nicht verfügbar, warum auch immer. Und ich habe mich wirklich, also ich habe die Karten 6 Wochen vor der Prüfung bestellt und 4 Wochen vor der Prüfung habe ich dann so langsam angefangen, mich für die Prüfung vorzubereiten. Und 2 Wochen vorher habe ich dann wirklich intensiv gelernt und eine Woche vorher war ich dann wirklich nur noch am Lernen. Also es sind dann immer 3, 4 Stunden nach der Arbeit gewesen und bin dann in die Prüfung rein. Die Prüfung besteht aus 2 Teilen. Im ersten Teil werden halt ganz normale Fragen gestellt, die auf der Karteikarten zu sehen waren. Also zu 90% kamen die Fragen, die auf der Karteikarte quasi gestellt wurden. Und im zweiten Teil war das eine Matheaufgabe, da war auf jeden Fall eine Kalkulationsaufgabe, wo man die Ein- und Ausnahmen rechnen musste und im Nachhinein quasi die Schussbilanz und ob man da Gewinn oder Verlust gemacht hat. Was war da noch für eine Aufgabe da? Genau, Reifenkosten, da mussten wir auch die Reifenkosten berechnen. Ja, ansonsten, ja, ich kann mich jetzt nicht mehr wirklich dran erinnern, da war ich wirklich nervös, war schon heftig, aber ja, wir waren da ungefähr 20 oder 25 Prüflinge und 3 haben es leider nicht geschafft, direkt nach dem ersten Teil, die wurden dann 10 Minuten später, nachdem der erste Teil quasi vorbei war, wieder reingerufen und denen wurde dann quasi mitgeteilt, dass sie den ersten Teil der Prüfung nicht bestanden haben und sich eventuell auch für die, ja, logischerweise für den zweiten Teil nicht qualifizieren konnten. Und der Rest durfte dann, ja, in den zweiten Teil, also den zweiten Teil schreiben. Und das ging dann auch 60 Minuten. Und danach hatten wir knapp eine Pause Zeit. Und da wurde dann quasi den Restlichen gesagt, ja, es sind jetzt nur noch wirklich 6 Leute, die sich für die mündliche Prüfung qualifiziert haben, also die auch den zweiten Teil bestanden haben, aber in die mündliche Prüfung noch rein müssen. Es waren dann quasi nur noch 6 Leute und einer davon war ich natürlich, ja. Und dann sind wir halt in die mündliche Prüfung rein. Da wurde dann quasi gesagt, ja, als was man sich da selbstständig machen möchte, was man vorher gearbeitet hat und so weiter. Ja, also es waren wirklich 2 sehr, sehr, sehr nette Prüfer, die wirklich ihr Bestes gegeben haben, damit ich die mündliche Prüfung bestehe. Ne? Also da waren dann quasi auch Fragen dabei, die ich gar nicht gehört hatte. Und die haben dann versucht, ob ich das eventuell doch im Hinterkopf haben könnte. Ne? Also die haben sich da wirklich bemüht, die Prüfung zu bestehen. Und halbe Stunde später haben sie mich dann wieder reingerufen. Ich musste also quasi nach der Prüfung kurz nochmal raus, 5 Minuten. Die haben sich dann quasi wahrscheinlich abgesprochen, ob ich jetzt zu gut war oder nicht, weil ich musste mindestens 50% schaffen. Es gab auch andere Prüflinge, die 70 oder 75% schaffen mussten. Und ja, also von 5, glaube ich von 6, hat dann quasi nur einer nicht geschafft. Und der, wo quasi 75% leisten musste, das war dann, glaube ich, nicht wirklich ausreichend. Ja, also im Großen und Ganzen war die Prüfung eigentlich nicht wirklich so schwer. Also wenn man wirklich sich zeitgemäß
auf die Prüfung vorbereite, dann ist das wirklich machbar. Also eine Woche wird knapp. Also ich habe mich intensiv 2 Wochen vorher vorbereitet, hat auch noch gereicht. Und klar, ich habe einen kaufmännischen wirtschaftlichen Schulabschluss, aber den ich vor vielleicht 11 Jahren schon hatte, ne? Also, aber 11 Jahren hatte ich keine Berufserfahrung. Und ich weiß nicht, ob es jetzt daran hängt, dass ich jetzt mich in 2 Wochen so gut vorbereiten konnte oder ja. Aber ich kann euch wärmstens empfehlen, die Karteikarten zu besorgen. Meine Karteikarten habe ich leider an das Mädchen gegeben, die den ersten Teil nicht bestanden hatte. Und ich wollte ihr was Gutes tun, habe dann gesagt, okay, komm, die kriegst du als Geschenk von mir. Ja. Und so war es dann eigentlich. Meine Empfehlung, Seminare, die 600, 500 oder weiß ich Gott, vielleicht sogar 700 € kosten, vergiss die Seminare. Ne? Ich habe für meine Prüfung knapp, doch, das waren 200 €, genau, Prüfungsgebühr 200 €. Dann gehe ich lieber dreimal in die Prüfung und mache die Erfahrung, anstatt mich auf 600 € für den Seminar auszugeben. Also das finde ich meiner Meinung nach schon Schwachsinn und weggeschmissenes Geld. Bereitet euch wirklich mit den Karteikarten richtig vor und dann gibt es auch noch, glaube ich, noch ein Heft. Das habe ich nicht gehabt. Das sind auch die Matheaufgaben drauf. Besorgt euch das Heft auch noch und dann noch die Karteikarten und lernt einfach 4 Wochen oder 6 Wochen vorher ordentlich, wirklich nicht eine halbe Stunde oder eine Stunde am Tag. Setzt euch wirklich mal hin und bereitet euch wirklich jeden Tag 2 Stunden auf die Prüfung vor. Und dann klappt es. Und dann schafft ihr das auch, wirklich. Ich habe jetzt alles beim ersten Mal geschafft. Ich habe da geschwitzt. Ich habe da wirklich geschwitzt. Die haben mich wirklich auseinandergenommen. Aber es war ein cooler Tag. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja, und von nun aus heißt es für mich jetzt, ja, Papierkram, Bürokratie, dies, das, Auto besorgen. Und dann denke ich mal, dass es bis Ende des Jahres soweit ist, dass ich dann quasi mich selbstständig mache und mein eigenes Taxiunternehmen betreibe. Ja. Falls ihr irgendwelche Fragen oder Unklarheiten geben sollte, kommentiert einfach drunter. Ich versuche mein Bestes. Ich versuche dann immer wieder mal zu antworten, weil ich habe nicht jeden Tag die Zeit dafür. Und ja, viel Glück euch.